Hallo liebe Funkfreunde, heute möchte ich euch mal zeigen, wie man FL-Digi, das Digimode-Programm von W1 HKJ, hier auf dem Linux-System kompiliert. Einfach aus der Tatsache heraus, dass das mitgelieferte FL-Digi aus den Sources oder aus den Repositories nicht unbedingt das aktuellste ist. W1 HKJ bietet hier eine Anleitung dazu an, vor allen Dingen hier für Linux Mint. Das ist ja mein bevorzugtes Betriebssystem. Und den Link werde ich dann hier entsprechend auch nochmal in der Videobeschreibung mit hineinkopieren. Und wir haben jetzt hier also eine Anleitung dazu. Die ersten Schritte hier mit der Sources List Update und das Kopieren und hier das Auskommentieren brauchen wir nicht zu machen. Das geht auf einem anderen Weg, und zwar müssen wir dazu hier in die Aktualisierungsverwaltung wechseln. Und in der Aktualisierungsverwaltung haben wir hier die Anwendungspaketquellen. Das erreicht er hier über Bearbeiten Anwendungspaketquellen. Und wenn wir die geöffnet haben, müssen wir hier Quellcode-Pakete aktualisieren oder Quellcode-Pakete mit einbeziehen, anwählen. Und es erscheint dann hier oben die Meldung, Ihre Konfiguration wurde geändert. Und wir bestätigen mit OK. Und jetzt wird der Zwischenspeicher aktualisiert. Bei mir geht das jetzt hier relativ schnell. Wer das erste Mal macht, das wird doch eine gewisse Zeit dauern, da da eine ganze Menge heruntergeladen wird. Das ist eigentlich im Prinzip diese ersten drei Schritte, die er hier mit dem Sudo Nano umgeht. Aber diese Sources List, die in EDC apt hinterlegt ist, hat überhaupt keinen Eintrag mehr hier für diese Sources, da sich mittlerweile auch im Ubuntu-System unten drunter einiges geändert hat. Das funktioniert also hier so nicht mehr. So, damit wären wir jetzt im Prinzip hier bis zu diesem Schritt sudo aptitude update, und wir können jetzt weitermachen mit dem aptitude install build essentials. Das ist also unser Befehl, den wir jetzt hier mal ausführen müssen. Ich kopiere mir den mal und öffne hier die Konsole. Ich habe die schon mal ein bisschen größer gemacht. Und was ich mir hier auf alle Fälle auch gemacht habe, ist, ich habe in meinem Home-Ordner, ich gehe noch mal eins höher, wie man hier sieht, habe ich jetzt mir einen Ordner Source angelegt, SRC, und in dem werde ich dann das Kompilieren und so weiter durchführen. Dann habe ich das hier sauber im Überblick. Also ich wechsle wieder hier in diesen SRC. Ordner. Wie man so einen Ordner anlegt, ist im Prinzip kein Problem. MK dir und dann SRC Enter. Natürlich auf dem Home-Ordner oben, und ihr habt dann sofort diesen Ordner erstellt. So, machen wir hier nochmal sauber. Also, wir müssen als erstes jetzt mal die Build Essentials installieren, und dann gebe ich hier mal mein super geheimes Passwort ein. Und jetzt wird das hier durchgeackert von Aptitude. Ich habe das schon im Vorhinein gemacht, deswegen geht das jetzt hier schnell. Wer das erste Mal macht, es werden circa 10, 20 MB installiert. Das ist im Prinzip der Compiler und noch ein paar Libraries, die zum Kompilieren für C++ bzw. für C an sich benötigt werden. So, das ist dann der erste Schritt, und dann nochmal als nächstes weiter. Wir brauchen jetzt die Abhängigkeiten von FLDigi. Die werden aus den Sources herausgezogen. Das heißt, hier werden jetzt alle Libraries installiert, die für das Kompilieren von dem FLDigi Tarball benötigt werden, eingesetzt. Auch hier tue ich wieder diesen Befehl ausführen, und ich habe euch hier das extra mal ein bisschen übergelassen. Ihr seht jetzt, hier sind einige Sachen, die geändert werden müssen, und es müssen auch 50 MB circa installiert werden. Irgendwo stand das hier. Das ist also eine ganze Menge, das, was da installiert werden muss, hat aber einfach den Hintergrund, dass wir diese Libraries benötigen. Das wäre auch in der Installation von FLDigi aus den Repositories der Fall. Hier haben wir es nochmal, steht es nochmal 63,3 MB. Dann kann er einige Auflösungen oder Abhängigkeiten nicht auflösen. Ich übernehme jetzt hier einfach mal die Standardeinstellungen und hoffe, dass das dann auch soweit funktioniert.
Und mit Ja bestätigen wir das Ganze. Und wir machen nochmal hier Ja und lassen jetzt den ganzen Spaß mal durchlaufen. Das geht relativ zügig hier. Und ich melde mich gleich wieder, wenn der ganze Spaß fertig ist. Und da wechseln wir hier wieder rein. Wir benötigen jetzt die Source-Files. Und das ist also hier dieser Befehl wget. Und ich gehe jetzt hier mal auf die Seite von W1HKJ, Files FLDigi. Und wir haben hier also das aktuelle tar.gz-File. Mit Rechtsklick wähle ich mir das an und sage hier Linkadresse kopieren. Und wir müssen natürlich das wget noch vorsetzen. Das heißt, ich wechsle jetzt wieder zurück, sage hier wget und füge mit einfügen, Rechtsklick einfügen hier einfach meinen Link dahinter. Und jetzt wird das hier heruntergeladen. Damit ist das File hier vorhanden mit LL. Kann ich es mir anzeigen lassen. Das waren also jetzt hier diese 4 MB. Und als nächstes müssen wir natürlich tar.xzf machen, um das zu entpacken. Also tar.xzf und dann fldigi. Mit der Tab-Taste kann man jetzt den Dateinamen erweitern und mit Enter bestätigen. Jetzt wird das entpackt. Mit LL zeige ich euch das mal. Wir haben jetzt also hier den Ordner und hier sollten sich dann die Sources drin befinden. So, im nächsten Schritt müssen wir jetzt dann in diesen Ordner hineinwechseln. Also cdfldigi und jetzt kann ich mir das hier nochmal angeben lassen. Wir sehen also jetzt hier die Makefiles, Configure und so weiter und so fort. So, ich mache mal hier wieder sauber und wir müssen jetzt den Befehl Configure eingeben und ich lasse das jetzt so, wie es hier vorgegeben ist. Auch das kopiere ich mir hier einfach heraus aus der Anleitung. Gehe hier wieder in die Shell zurück, füge das ein und führe das einfach mal aus. Hier kommen jetzt eine ganze Menge Yes. Ich hoffe, dass das dann auch klappt. Und hier steht alles mit Yes. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert, dass er alles gefunden hat, was er benötigt. So, und hier sollte dann also diese Configuration Summary, das kann man jetzt mal vergleichen. Hier sollte also zweimal No stehen und der Rest dann auf Yes mit Native. Schauen wir nochmal hier rein. Zweimal No, das Native, Rest auf Yes und hier unten die beiden Lips mit Yes. Ich gehe davon aus, wenn er das hier angibt, dass das dann auch soweit passt. Ja, und jetzt führen wir als erstes mal Make aus. Das braucht man nicht als sudo zu machen. Ich gebe also jetzt hier Make ein und lasse ihn jetzt hier mal ackern und melde mich zurück, wenn das Make abgeschlossen ist. So, das Kompilieren ist jetzt fertig. Hat ca. 5 Minuten gedauert hier auf meinem Core i7, war doch eine ganze Menge. Eine Warning habe ich erhalten, hier geht es um irgendeinen Else-Befehl, der da nicht richtig zusammenhängt, wie auch immer. Ich hoffe, dass es jetzt trotzdem funktioniert. Und wir gehen weiter vor in unserem Installationsskript oder in der Anleitung und wir müssen jetzt natürlich hier mit dem Superuser unsere sudo make install machen. Auch das kopiere ich mir jetzt hier einfach mal, füge das ein. Und da ich das Passwort schon eingegeben habe, ist jetzt hier, wird das hier ausgeführt. Und ich hoffe, dass es jetzt soweit klappt. Ja, und jetzt können wir mal schauen, ob unser Programm hier installiert worden ist. Findet er noch nicht, dann werde ich jetzt mal hier beenden. Gehen wir mal hier fldigi ein. So, also hier über die Konsole funktioniert es. Und wir kommen jetzt hier in
den Konfigurationsassistenten, und den möchte ich euch beim nächsten Mal zeigen. Auf der grafischen Oberfläche ist es jetzt noch nicht eingebunden. Das schaue ich nochmal, woran es da hängt. Aber ihr seht, über die Konsole mit der Eingabe FLDG wird das also sofort gestartet. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Spaß beim Kompilieren.